Guten Morgen zum Morning Meeting am 8.3. Freitag, der letzte Tag in dieser Woche. Es ist eine Woche gewesen, in der wir nur korrektiv unterwegs sind. Per Overnight, sprich Asia-Session, haben wir das Wochenhoch getestet, sprich Freitag vor Wochenhoch, und sind mit einem negativen Tag in diese Woche reingegangen und sehen, dass wir uns jetzt nur korrektiv bewegen, das heißt nur auf der Short-Seite aktiv unterwegs sind. Wenn wir jetzt uns die Bewegung im Ganzen anschauen, sehen wir auch meiner Meinung nach, dass das Ganze korrektiv ist. Das heißt, ohne also ohne Initiative zu ergreifen. Wir sehen vor allem auch auf der Oberseite immer wieder größere Ausschläge, obwohl wir auf der Shortseite unterwegs sind, die dann wieder abverkauft werden. Das heißt, dass auch in den Köpfen diese Woche trotzdem noch die Euphorie bzw. der Wunsch da war, höhere Kurse zu kaufen, der letztendlich dann immer auf der Oberseite gescheitert ist. Das heißt, Kurzfristhandel, unentschlossener Markt. Wichtig ist jetzt für mich, ob größere Level auf dem Weg nach oben, die wir gebildet haben, herausgenommen werden. Dazu haben wir auf dem Weg nach oben einmal hier die 38% der Bewegung von 11.000. Das heißt, von der 11.000 an bis zur 11.675 kommen wir bei der 38% in dem Bereich. Ja, ich muss mal ganz kurz hier die Preise anmachen. Bei der 11.423 liegt hier das 38% Retracement der Bewegung seit 11.000. Das ist eine wichtige Marke. Darunter die 385 ist ein altes Bruchlevel, das wir rausgenommen haben. Das heißt, ein altes Hoch, was wir rausgenommen haben, wurde auch bestätigt. Deswegen ist ein interessanter Bereich für eine leichte Konsolidierung bzw. für einen Long 385 bis zur 423. Wichtig für mich ist, wenn diese Marke wirklich herausgenommen wird, dann wird das ein längerer Short Swing. Das heißt, dann kommen weitere Kurse hier, die 300 und die 235 in Frage. Wichtig auch, wenn man sich dann anschaut, wo haben wir denn heute oder beziehungsweise wo haben wir gestern gestockt nach der Abwärtsbewegung. Da sehen wir, dass wir hier bei der 11.455 gestockt haben. Das ist der POC dieser Seitwärtsbewegung, das heißt das meistgehandelte Volumen dieser Zone, die sich hier gebildet hat. Das heißt, diese Zone wurde angenommen. Auch vorher haben wir schon davon einen Abpraller gesehen auf den Stundenhochs. Deswegen hier unten auch die Stundentiefs zwischen der 385 und der 422 als interessante Zone für eine Stabilisierung. Wenn wir hier unter der 385 bzw. ja doch 385 uns bewegen, dann sind Ziele auf der Unterseite und bei der 318, 235 offen, beziehungsweise auch der 11.000er Bereich. Okay, wenn wir uns hier stabilisieren sollten, das will ich aber dann schon sehen, dass das nachhaltig ist, dass man schön eine Tiefbildung sieht, Single Prints unten und dann ein höheres Hoch rausnimmt. Das heißt, dass wir eine schöne technische Formation haben mit einer Umkehr. Dann sind die Ziele auf der Oberseite die 11.560, das heißt die herausgenommene Stundenlinie, die wir haben, und dann eben die High Connection der letzten 1-2 Tage, die hier oben reinkommt. Wir haben ja auch noch eine Low Connection bei der 5.22 und das Tief bei der 4.48 von gestern. Es könnte sein, dass wir da auch mit reinlaufen, das heißt, wenn wir über die Zeit hier Richtung 400 laufen, dass das passt. Aber wie gesagt, die Originalen sind nur Orientierung und keine richtigen Chartmarken für mich. Sehen wir uns das Ganze per Overnight an. Im Overnight-Handel sehen wir, dass wir uns unter der Value von gestern befinden. Diese wurde auch schon getestet, sieht man hier schön bei der 495. Deswegen gehe ich erstmal von der negativen Eröffnung aus. Und solange wir uns auch unter der 490, 495 bewegen, haben wir auch erstmal keine Möglichkeit, dass wir uns stabilisieren und dieses Zwischenhoch gestern bei der 525 hier anlaufen. Wenn aber, dann ist wirklich das Level, was wir rausnehmen müssen und über den wir uns etablieren müssen, die 525. Erst dann können wir wirklich davon reden, dass wir vielleicht Richtung 11.640 laufen. Okay, somit viel Erfolg für heute.